Welcome back to another German food review, and it's burger time. Burger and twister fries. I love twister fries or curly fries, whatever you like to call them. Here they are, much better than regular fries. Right? And a burger. There's a hole, that's nice. There's no hole, that's not so nice, right? The holes are nice. And you can see the burger. Ah! He gave me 2 times ketchup and mayo. I asked if it's included or not, and he said yes, and all right. You get 3 cups, good. What is that here? Refreshing wipes. Or Erfrischungstuch. Okay, and napkins, yeah. Very nice, everything is here, that's perfect. So, which store is it? Right, how's it called? It's called a Burger Now. Fasanenstraße, that is, yeah, close to Kurfürstendamm, Kudamm, right? And here you can see the price. Twister fries, large, $2.90. There's also a small portion. And barbecue burger, $6.40. $9.30 in total. And you have to pay cash, I think. At least I paid cash, whatever. So, and that's how it looks like. It's a very, very small burger now. That's all right. It's just a little container. And what's so special? Yeah, they grill the beef patties, right? First of all, homemade beef patties, homemade bun. And the flame grilled, right? Which is really awesome. I prefer flame grilled over fried. But let's see how this here tastes like. So let's take a look at the fries. Which one here? Go. Yes, curly fries. Nice. That smells good too. Yeah, please, a hole in the box. Like this here, right? That's perfect. So let's see how the burger looks like. 3, 2, 1. Go. Oh. Stupid. Let's get rid of this stick. All right, yeah, it's a one patty burger. Man, look at that bun. Nice. Ah, there's bacon. Look at that dark bacon. Yeah. First look, I would say it looks good. Roasted onions, and I'm damn hungry. Oh, yeah, smells. Smells good. Okay, let's do a thumbnail. That's eating time. I'm hungry. Can't wait any longer. Oh, it's a little. Let's get rid of the stick. That would be the thumbnail, right? Okay. First of all, a fry. Curly fries. Have you tried the curly fries? Really nice. Here we go. And I visited Starbucks. Here's my cup. Right? And the pretty employee, right, like that height, blonde, she noticed the smell, right? And then she asked me, do you have something from the burger store? And they're like, yes. Yes, it smells really good. Here we go. Tastes good too. Burger now. Twister fries are always awesome. Always, right? As expected, very nice. Really nice. You actually don't need a sauce for twister fries, but dip it in if you like. We'll do it in a second. The most important thing is how tastes the patty, right? It is flame grilled, or it should be flame grilled. Oh, you can see here the stripes, not fake stripes. Come on, let's see. Oh, the bun feels really good in the hand. Okay, sesame seed on it, and burnt it seems. Okay, but still very soft, so not crunchy, right? Nobody wants a crunchy bun. Okay, you want a soft, juicy bun. Yeah. I want to see the patty, man. All right, here you can see it definitely grilled. That looks good, doesn't it? And onions, red onions, so 2 slices of tomato and a little beyond lettuce. Roasted onions, and come on, let's just bite in, all right? Big burger just for me. Here we go. Yes. Yeah. That proves it, grilling the beef patty is just better than frying it. Frying is not bad, right? It also tastes good, but grilled is just nicer. What is that here? Actually, is that rocket? I guess it's rocket. Okay, one more bite. Look at that burger, man. Here we go. Tasty burger, tasty burger. Tasty sauce too, it's a little sour,
Yeah, let me check something. Here it is. You can see the prices. $4.40 for the hamburger. I'm not really sure about the price here. €6.50. Okay, but there's not much more on it. Anyway, you can see a lot of Beyond. I know it's the chili cheeseburger. That looks also good, right? With nachos. Here's the barbecue burger, right? Roasted onions. Ah, steamed onions. I have to look for that. And pickles, barbecue sauce, $5.90 on the... No, I paid $6.40. What? Or did I look? Okay, maybe they have increased the price. Whatever. Where are the smoked onions? Or maybe it's... Ah, okay, it's covered with roasted onions. All right. Come on, here we go. A really tasty burger. Very good. Yeah, just very good, right? Oh boy, look at this here, man. I'm hungry. Okay, let's try to catch up. Maybe it's an awesome. What the hell? Ketchup? Here we go. It's definitely not the Heinz ketchup. I think. Now it's a little more stronger. No, it's okay. It's not super sour and super aggressive and overly concentrated. Here we go. Yeah, you don't have to dip it. Try the mayo in a second. I hope it's proper mayo. Here we go. Ketchup is okay. I messed up the bill. Okay. The fries are greasy. Here is the mayo. Yes. That's a good mayo. Very, very creamy, very thick. Here we go. Oh, it's good. Our proper mayo is just awesome. Extremely thick, super creamy. Here you go. And just a nice flavor. Oh, I want more. I want more. Here we go. Oh, very good. This mayo here is much better than the ketchup. Very good. Yeah, 3 cups of mayo, please. Let's go with the burger. I also got this one here, but I don't need it. So, bacon. Yeah. Here we go. Very tasty burger. I'm not really sure exactly what it is, but the overall combination or so, it's really nice. And doesn't taste like McDonald's, Burger King or so, or something like that. It's a different flavor, but it's a very, very nice one. Oh, one more bite, come on. Let's do it, you can see. Raw almost, here we go. Yeah, 1 out of 10, right? I mean, look at that here. Really good. Maybe I have to ask for a double one. No idea what one extra patty would be. Maybe €2, €2.50, maybe €3. Not sure, couldn't find the extras. Big curly fries if you can. Really good. Okay. And with this mayo, they're even better. Here we go. Oh, can't believe it. Oh boy, look at that again. Yeah, so this is a perfect meal here. It smells really good, right? A lot of people actually noticed that.
you know, they're looking at you, and then they get, you can see they are starving like hell. Okay, taste is really awesome. This mayo is really good. The Twister fries are really good. Ketchup is okay, right? Nothing wrong with that. I would pick the mayo burger at 1 and 10%. 9.30 is not low, but that's definitely worth the price. I mean the food here. Right, really good. Burger now, Fasanstraße 14 or 14. 1 out of 10. Thanks for watching. Ah, continue in German. Ja, es gibt hier eine Geschmacksparty. Und zwar von Burger Now. Burger Now, Fasanstraße 14, das ist in der Nähe vom Kudamm, in der Nähe von der Udernstraße oder auf Kurfürstenstraße, da muss man nicht weit laufen von. Und dann ist es so ein kleiner Container, zeige ich euch gleich. Einmal Twister Fries groß, ja, es gibt normale Pommes, Twister Fries oder Süßkartoffelpommes. Aber ja, wenn es Twister Fries gibt, sollte man die immer nehmen, denn die sind immer geil. Ich hatte noch keine wirklich schlechten. 2,90 € für eine große, 2,40 € oder so für eine kleine. Dazu gibt es einen Barbecue-Burger, der kostet hier 6,40 €. Okay, die Preise scheinen nicht mehr so richtig zu stimmen mit der Webseite. Wie auch immer, das ist ein selbstgemachtes Brötchen, steht da zumindest. Und was ist noch so besonders hier dran, das ist gegrilltes Fleisch. Ja, auf einem Lavasteingrill oder so gegrillt. Und ja, ich bevorzuge gegrillte Patties, die sind einfach meistens geiler als gebratene. Gebratene sind nicht schlecht, gegrillt ist nur noch geiler. Hier seht ihr die Pommes, und ja, davon muss ich jetzt noch einen nehmen, denn die schmecken erstmal so. Hier, wie gut. Perfekt. Und die hier schmecken auch richtig geil, so irgendwie, ja, anders als Curly Fries von McDonald's jetzt, aber auch anders als die von Fish and Chips. Ich weiß nicht genau, es schmeckt einfach nur lecker. Und ich habe vorhin den Ketchup gekostet hier. Und die Mayonnaise. Und das ist eine richtig geile Mayonnaise hier. Here we go. Das ist die perfekte Kombination. Das kann man hier auch ohne essen. Kein Problem. Schmeckt super, wenn man das ohne Mayonnaise isst. Aber mit der Mayonnaise ist es noch geiler. Ja, leider nur ein Cup Mayonnaise. Und zwei Ketchup. Ich habe gefragt, ob das mit dabei ist. Und er so, ja, okay. Weil da stand dran 30 Cent oder so. Wie auch immer. Hier seht ihr erstmal, was es so für Burger gibt. Cheeseburger natürlich. Ja, sieht doch so aus. Und hier seht ihr die Preise, 4,40 € für einen Hamburger. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das so hoch geht hier. Ich meine, der Barbecue-Burger hat nicht so viel mehr drauf, aber okay. Chili Cheeseburger mit Nachos hier. Scharf, 3 Cheeseburger. Burger Now Special, Crispy Chicken. Okay, Chicken nicht. Und ja, wie sieht das Ding aus? Ist nur ganz klein. So sieht es aus. Burger Now, nur ein kleiner Container. Leider sieht man den Grill nicht richtig, vielleicht im Sommer, aber es ist ja kalt draußen. Und es riecht super, also das riecht wirklich richtig geil. Oh, ein super Duft so. Ja, ich war bei Starbucks und habe mir einen Kaffee gekauft. Und die nette Kassiererin, nennt man das so, hat bemerkt, dass es lecker schnuppert und hat mich dann gefragt, ob ich bei dem Burgerladen war. Habe ich gesagt, ja, Twister Fries. Okay. Ja, aber ich teile nichts, alles für mich. Okay, hier ist ein Brötchen, sieht sehr geil aus, wie gemalt. Super Design, so gibt es nichts auszusetzen. Ich glaube, das wurde so nochmal warm gemacht oder so, aber es ist trotzdem sehr fluffig und weich. Dann, das hier ist wahrscheinlich die geschmorten Zwiebeln, Rucola. Und ja, hier seht ihr die Grillstreifen und das sollen echte Grillstreifen sein. Okay, und ja, Zwiebeln, Tomate. Und so eine Barbecue-Soße. Jetzt wollen wir mal ein bisschen. Mmh. Mmh. Super lecker. Also richtig lecker. Das ganze Ding so schmeckt irgendwie einfach nur lecker. Es schmeckt nicht nur nach Fleisch so, sondern irgendwie die gesamte Mischung ist richtig geil. Alles, auch das Brötchen. Here we go. Oh. Bacon war noch drauf. Könnte ein bisschen mehr Bacon sein für den Preis. So 30 Sekunden großen Scheibchen. Das wäre nice. Oh boy. Aber es schmeckt auch so richtig geil. Irgendwie. Ich weiß nicht genau, wonach es schmeckt. Einfach nur eine nice Mischung. Okay. Mehr Twister Fries. Here we go. Mmh. Oh, super.
Ja, zu teuer, zu günstig. Ist jetzt auf jeden Fall nicht günstig. Aber die Portionen sind relativ groß. Ich meine, es ist eine große Box. Und es schmeckt richtig geil. Richtig lecker. Ja, jetzt werden wir mal hier noch dippen. In die gelbe Mayonnaise. Mmh, ewiger. Man kann auch ein Menü nehmen. Aber es wäre dann plus 3,30 anstatt 2,90 und dann kriegt man halt eine 0,2 Cola. Okay, das lohnt sich nicht so. Oh, das ist eine richtig geile, dicke Mayonnaise. Mmh, das schmeckt super, Mann. Okay, jetzt werden wir mal den Ketchup kosten. Ich glaube, es ist kein Heinz-Ketchup, der schmeckt anders. Hier, Bingo. Sehr tomatig. Aber jetzt nicht so überkonzentriert. Und schmeckt auch, glaube ich, ein bisschen wie ein Currywurst-Ketchup, aber nur ein ganz leichter. Ist nicht schlecht. Ja. Aber die Mayonnaise ist um Längen besser, Mann. Schmeckt viel geiler. Pommes mit Mayonnaise. Hey, wenn wir den Burger hier noch essen. Here we go. Das sieht doch richtig geil aus. Leider gibt es keinen Doppel-Patty-Burger auf der Karte. Man kann bestimmt einen machen lassen, aber ich konnte keine Extras finden, also weiß ich nicht genau, was ein Patty kosten würde. Aber schmeckt super. Ja, schmeckt ganz anders als Burger King oder McDonald's. Schmeckt auch anders als andere Burger. Schmeckt einfach nur lecker irgendwie. Die komplette Mischung macht so. Ja, ist nicht nur so ein fleischiger Burger, ich mag auch so fleischige Burger. Aber das hier ist so ein, ich weiß nicht, eine super Mischung einfach nur. Perfekt. Hier, Bingo. Oh, das ist nur Mayo. Mal reintippen. In die Mayo rein. Here we go. Hier ist ein Loch drin, das ist sehr gut. Das sollte man bei den Pommes auch machen. Ja, man will kein Wasser haben. Vielleicht hast du es nur vergessen. Boah, hier ist alles drin. Wie auch immer. Mayo. Super, super lecker. Ja. Das ist eine richtig geile Mayonnaise. Mmh. Richtig schön dick. Ja, es gibt, schätzt das Rating? Richtig, es sind 110. Alles ist hier geil. Okay, der Ketchup bekommt einen Daumen nach oben. Er ist halt nur normaler Ketchup so. Aber die Mayonnaise ist richtig geil, der Burger war richtig geil. Die Twister Fries sind immer geil. Auch die hier sind extrem gut. Ja. Burger Now in der Fasanstraße 14. Alright, Twister Fries. Süßkartoffeln muss ich vielleicht mal testen. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.